So, mein lieben Freunde, neue Woche, neues Glück. Ich habe heute Morgen meine Routen der Woche gezogen und die möchte ich euch wieder vorstellen. Also legen wir gleich los. So, die erste Rune war Ofala, die Rune der Familie, der Gemeinschaft, der Sippe, die Rune der Ahnen, der Vorfahren, Urväter. Also, diese Rune steht für Fokus und ja, fokussierte Gedanken, fokussiertes Wirken, fokussierte Energien auf das Ziel. Ja, also die Woche wird fokussiert sein und die Ahnen leiten mich. Dann haben wir zwei Runen, die zusammen rauskamen, und zwar Balkaner Merkstave. Also Balkaner auf dem Kopf sind und Tiwas. So, und diese beiden Runen müssen auch zusammen interpretiert werden. Und zwar ist Balkaner Merkstave ein Fehlen an Wachstum, an persönlichem und spirituellem Wachstum eventuell. Und das geht einher mit Tiwas. Tiwas kann die Ursache sein. Es könnte sein, dass mein eigenes Ego bzw. mein eigenes Selbstvertrauen, meine eigene Selbstsicherheit mir in die Quere kommt, was das Wachstum angeht. Das kann sein, muss aber nicht. Tiwas an sich kann auch einzeln stehen, so wie Balkaner Merkstave. Und dann habe ich als letzte Runde für die Woche Hagelas und Sovilo gezogen. Das heißt also, Sovilo war der Clarifier für Hagelas und somit bezieht sich Hagelas auf Sovilo. Hagelas, also der Hagelsturm wieder, mein Lieblingsrune. Es vergeht keine Woche ohne Hagelas. Naja, auf jeden Fall könnte man jetzt meinen, dass sich Hagelas, also der Hagelsturm, auf Erfolg und Sonnenlicht und ja, die Führung der Göttin Suna bezieht, aber ich denke, es ist eher eine Anspielung auf: nach dem Hagelsturm kommt wieder Sonnenschein. Das heißt also, um erfolgreich zu sein, muss man alte Barrieren, alte Mauern einreißen und neu von Grund auf aufbauen. Mit der Erfahrung des Hagelsturms. Warum ist es kaputt gegangen? Warum musste es wieder eingerissen werden? Warum mussten wir neu bauen? Diesen Erfahrungsschatz, den nehmen wir mit und dann gibt es auch den Erfolg, so wie wir. War vielleicht etwas überinterpretiert, aber was ist doch ziemlich zutreffend. Ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Hören. Habt alle eine angenehme Start in die Woche. Macht sehr langsam, es ist sehr warm draußen. Meine Standklima läuft sich die Beine platt. Naja, also dann danke fürs Zusehen, danke fürs Hören und bis zum nächsten Video.